Das werden wir jetzt versuchen zu finden. Rasten, ja klar. Weiterreisen, weil... Am Wegesrand erkennt ihr einen... Ja, klar. Schlafen, 24 Stunden, das ist gut. Können wir nämlich ihn hier ein bisschen weiterreisen. Haben wir ihn mit aufgefüllt, das ist gut. Ein kleiner Kutter Nicht segelt in beachten. der Ku Ja, jo. Rasten, 11 Stunden, da müssten wir jetzt so langsam wirklich voll sein. Weiterreisen. Gewölbe erkunden, da sind wir auch schon wieder drin. Das heißt, wir werden jetzt hier auch wieder mal speichern. So. Gut, wir haben die Geheimtür gefunden. Hier waren wir durch soweit. Hier ragt ein. Ihr hört ein leises Klicken. Den Hebel habe ich vorher. Hier ragt. Seit wann hängen hier überall Hebel? So, Moment mal. Hier. Ach so, damit mache ich den auf. Und seit wann hängen hier ein Hebel? Hier. Nein. Hier irgendwo was geöffnet, was ich übersehen habe. Gut, die Geheimtür kennen wir jetzt. Hier ist aber auch alles zu. Ist noch alles schön verschlossen. Gut. Halt, das war der falsche Raum. Wir müssen da lang. So, die Tür hat man hier eingetreten. Hier haben wir das Pentagramm. Können wir nichts machen mehr. Die Truhe haben wir. Nein, hier gibt es noch ein Raum. Den Hebel habe ich doch betätigt dafür. Na. Nein, Hier. den wollen wir nicht betätigen. Wir betätigen den hinten nochmal. Hier. Hört ein leises Klicken. Nein. Hier. Hat sich nichts getan, also gehen wir runter. Puh. Bis auf die 4 Zombies, die sich euch bedrohlich nennen. Gut, ist der Raum vollkommen kahl, also Feuer. Ja. Steht mal wieder ein Fernkämpfer, steht mal wieder ganz hinten. Halt, wo gehst du denn hin? Und aussetzen. Du gehst mal kurz einen Moment aber da hinten. Aussetzen. Du gehst mal ganz nach vorne. Du feuerst. Auch daneben. Na, ganz klasse. Ja, würde ich mal sagen, hinstellen und Feuer. Gut. Ah, die hebe ich lieber ein bisschen auf. Obwohl, wir können uns mal näher ranbegeben. Feuer.
Sieht immer gut aus, wenn man feuert. Und auch trifft. Geht nicht, na war klar. Naja. Komm mal ein Stück näher. Feuer. Einer weniger. Und Feuer. Der Feuer sah schon. Einer ran. Hau mal zu. Ja. Und wieder drauf da. Feuer. Feuer. Wir haben gesiegt. Na, ganz klasse. So. Ja, genau. Wir speichern hier lieber. Speichern. Na klar. Und weiter geht's. So. Da ist Blutfleck. So, was finden wir hier? Nichts. Ja. Ich würde sagen, wir gehen versuchen die Tür da reinzurennen. Oder zumindest. Vorrahmen. Und nochmal. Vorrahmen. Der Raum ist wieder interessanter. Und auch da scheint irgendwo ein versteckter Raum zu sein. Der große Raum ist von beißendem Gestank erfüllt. Durch die Schwaden bräunlichen Nebels könnt ihr einen Alchemisten an einem Tisch werkeln sehen. Aber auch er scheint euch bemerkt zu haben. Auf eine Handbewegung seinerseits hin lösen sich 5 undeutliche Schemen aus der Tiefe des Raumes und greifen euch an. Ja, dann werden wir uns gleich mal auf den Kampf machen. Ja. So. Und zwar jetzt. So. Bop, 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 bop. Sind wir so gut wie er verteilt? Anscheinend. Du gehst mal dahin. Halt. Das. Gut, der Magier steht mittendrin. Was jetzt erstmal nicht schlecht ist, vor allem kriege ich da so XP. Ach, der Magier ist da. So. War nicht schön. Da machen wir mal Kampf. Den da und den da. Und der Magier ist Geschichte. Ich glaube, ihr schafft das mal alleine. Wir gehen mal da hoch. Ey, geh nicht laufen. Und der ist auch Geschichte. Alter, jetzt muss der hinterherlaufen. Muss ich da wirklich hinterherlaufen? Das gibt's doch gar nicht. So.
Oh, hat da schon mal was Feines. Ja, nicht, gut, ein bisschen näher ran, war eigentlich nicht gewollt, aber... Aber es ist, glaube ich, besser, wenn man ein bisschen näher rangeht. Ich nehme mal meinen Magier ein bisschen jetzt aus dem Spiel. Ich habe schon ganz gut angeschlagen. So, starr vor Angst, das gibt's nicht. Angekratzt. Schuss ging daneben, Schuss ging daneben. Feuer. Starr vor Angst, ja, nee, ist klar. So. Da drauf. Ich bin überlegen gewesen. So, du gehst mal laufen. So, schön aus dem Schussfeld raus. Der Rest geht noch. So, nur leicht verwundet. Das gibt's doch gar nicht. Feuer. Na bitte, langsam geht's doch mal hier voran. Zurzeit ist das hier alles so, bah, so richtig langwierig. Oh, hier ist wieder einer weniger. Feuer. So. Einen ran. Schlag mal zu. Du setzt aus. Einen ran. Schlag mal zu. Ja, ist immer schön drauf da. Feuer. Aussetzen. Feuer. Steht kaum noch. Und drauf da. Verwundet. Wenigstens einer weniger. Jetzt haben wir noch den da. Feuer. Einer ran. Und drauf. Nee, geht nicht. Halt, den da. Steht kaum noch. Ach man, ja, bitte geht doch. Wir haben gesiegt, gibt's was? Ja, es gibt Schwerter. Dann rasten wir jetzt hier auch mal wieder. Und auch hier wieder rasten. Bisschen besser auffüllen da. So. Speichern. Würde ich mal sagen. Muss ich kurz anders hinsetzen. So, besser. Genau. Tut schon hinter mir. Oh, 2 Stunden 20 nehme ich fast auf. Ja, tut schon langsam hinter mir weh. So, dann gehen wir hier ein bisschen durch die Gegend. Was haben wir hier so? Ein Rednerpult. Wo man dran hinbleiben kann. Eine Truhe. Foramen. Ja, nochmal. Foramen. Nochmal. Foramen. Ja, bitte, was haben wir denn hier? Ein Alchemisten-Set. Das kriegst du. So. Das kriegst du. Was haben wir hier? KL-Elixier. KK-Elixier. Rezept. Oh. Rezept, das ist gut. Und ein Heiltrank. Okay. Inventar. So, Talente. Alchemie 8, minus 6, minus 5, 2, 5 und 4. Also das heißt, du kannst lernen. Rezepte schon von hier vorher lesen. Lesen. Und lesen.
Kann man auch, glaube ich, wegschmeißen, ne? Wegwerfen. Ja, gut. Lobpreisung, lesen. Wer kann denn lesen? 7, 0, minus 1, minus 1, 1. Gut. Das Buch will ich noch behalten. Definitiv. Kann man dir was abnehmen? Du bist so schwer bepackt. Essen. Nee, hat nichts gebracht. Nicht hier so 9. Pack mal nochmal 10 rüber. Ja, das scheint wohl richtig schwer zu sein. Bist du überladen, Alter? Was ist denn hier los? So. Naja, gut. Alchemist. Questbuch, nee. Zauber? Nee, Magie nicht. Vielleicht im Lager dann. Schauen wir mal. Oh, was haben wir da denn? Foramen. Och Mann. Foramen. Foramen. Und? Foramen. 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 So viele Anläufe. Oh, was haben wir hier noch? Nochmal so ein Alchemisten-Set. Kann man nur fast verkaufen. Zack, zack, zack. Ich hoffe, dass ich nicht überlade. Rezept für Heiltrank. Jo, wir sind hier doch. Mal gut, dass ich die Seite zu Ende gelesen habe. Sonst wären wir hier nicht auf sowas gestoßen. So, das können wir uns hier mal ein bisschen erkunden. Und zwar möchte ich einen Zauber sprechen, und zwar Hellsicht. Odem, Odem, Odem Arcanum. Aha. Es sieht so aus, als würden an diesem Tisch... Vorbereitet. Gut. Achso, es war der Tisch. Gut, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Bis auf, dass ich wieder am Boden festhänge. Und da ist irgendwo eine Geheimtür. Wir wissen nur nicht wo, das ist das Problem. Ach, Geheimtür. Was rede ich denn da? Rasten. La 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 la. Und rasten. Ach so, warte mal. Wir können ja, glaube ich, jetzt hier. Oder auch nicht. Doch Talent verwenden. Alchemie. Oh, gut, wir können vieles jetzt. Rasten. So, gucken wir noch mal ein bisschen gucken. Hier, lesen. Lesen. Und lesen. Ast rein. Vorrahmen. Die Tür geht auch noch auf. Ey. Ey. Das sieht nicht nach gut, nichts Gutem aus. Na? In dieser Nische ist ein Mensch an die Wand gekettet, der offensichtlich nicht mehr ganz bei Sinnen ist. Der Sphärenriss, der Sphärenriss, nur noch wenige Stunden, brabbelt er immer wieder. Ihr löst seine Ketten, doch er macht keine Anstalten wegzulaufen. Ist das eine Taverne oder ist das ein Knast? Gut, den haben wir befreit, aber der will nicht. Ein Skelett schüttelt seine Ketten ab und greift euch an. Ja, lasst ihn das mal machen, ne?